Hallo und schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid bei diesem Replay mit dem Ferdinand, dem Tier-8 Jagdpanzer der Deutschen. Und gespielt wieder von PL Asseroth, ist Top-Tier und Karte, seht ihr, ist Ruinberg. Ja, natürlich gibt es nichts Schöneres als Tier 6, 7 Gegner zu haben mit einem 8er Panzer und dann auf Gegnerseite auch wenig 8er, also da ist die Tendenz schon mal sehr, sehr, sehr stark und gut ausgeprägt für eine gute Runde. Mal schauen, wie er das jetzt im Spiel ummünzen kann. Er fährt erstmal ganz klassisch in die Stadt, da wo man dementsprechend am meisten Action zu erwarten hat. So, und jetzt sollte er auch dementsprechend da vorne gleich wirken können, schätze ich mal. Oh, da schlägt die Arti schon knapp neben ihm ein. Und ja, jetzt muss er nur noch warten, bis ihm was vor die Flinte fährt. Er steht auf jeden Fall bereit. Und das ist wirklich nur eine Frage der Zeit, bis der erste mal rauslurrt. Jetzt heißt es einfach ein bisschen Ruhe und ein bisschen Geduld haben. Und nicht jetzt überhastet Kopf durch die Wand auf den Gegner zufahren, weil auch wenn es 6er, 7er, 8er sind, kann natürlich da dementsprechend immer was passieren. Und hier hat der Winkel nicht gepasst. So. Und jetzt, ja, jetzt kommt der VK da rum. Ja, der Ball. dieses Blingen, also. Naja. So, und weg bist du. Da hilft auch dein Wackeln mit der Wanne mal gar nicht. Und der T34 wäre natürlich prädestiniert, aber ganz, ganz knapp, dass er nicht draufkommt. Jetzt komm schon. HE-Schelle. So, und jetzt will er drauffahren. Ja, da kommt er jetzt auch drauf, zielt lange ein und kriegt hier den Treffer. Arti hält auch nochmal rein, der arme T34er bekommt jetzt ordentlich auf die Mütze. Ja, und nun, natürlich ist er ein bisschen unglücklich, dass ihn die Arti da getroffen hat. Aber dem Ferdi ist es egal. Der fährt da mal weiter. Und da hat er T29 und T34 85. Ja, die HE-Schelle, die stört ihn da eher wenig. Wenn, dann muss er auf den Ferdi da hinten aufpassen. Ja, genau auf den. Ja, den nimmt er da raus. Kuschelt hier ein bisschen, dass er da nicht so viel Angriffsfläche bietet. 4 zu 5 steht's. Arti ist da hinten offen. Da kann er einnehmen und nimmt die Arti auch raus. Schöner Hit. So, jetzt bekommt er von hinten noch einen Treffer. Es ist hier sehr unangenehm und entschuldigt sich aber auch gleich. So, jetzt bekommt der Amix Brenter hier, bekommt den Hit vom T29 und er dürfte den T29... Oh, lässt 24 stehen. Aber der Jagdpanzer macht da den Last Call sozusagen. Da hinten die Arti, die verschießt schön. Und ja, da kann sie nicht mehr ums Karree fahren, da wird sie rausgenommen. 4 Kills, 3.500 Damage bis dato. Aber knappe Runde, 7 zu 8. Und der Gegner steht jetzt auch im Cap. Beziehungsweise bricht den Cap scheinbar ab. 7 zu 9. So, der Ferdinand trifft, er trifft zurück. Einfach mal schön oben drauf gesetzt. Alles andere ist ja egal. Scheinbar hat er ihm... Oh, jetzt hat der andere dann noch getroffen. Das zweite Mal. Da muss er diesmal souveräner jetzt schießen. Darf sowas nicht nochmal jetzt... Ah, ja. Weil sonst hätte er ihn weggemacht. Aber er macht hier den Kill klar. Hat jetzt aber nur noch 312 Hitpoints. 312 ist jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel. Da tut natürlich im Nachhinein auch der AMX-Hit weh mit mal 250. So, da steht ein AFK-Skoda.
Den kann er auch nochmal einen fetten Schmatzer geben. Und der KV schaut ihn da böse an, aber naja. Es wird. Hallo, was willst du denn? Da muss man natürlich sagen, dass die Tierstufe ihm hier unglaublich zugute kommt, aber wenn man so eine Tierstufe hat, dann muss man es natürlich auch einfach erstmal klar machen. Oh, da hat der IS da von hinten reingehalten. So, der wollte auch nochmal ihn haben. Und der wäre dann im One-Shot-Bereich für ihn gewesen. Aber er konnte den IS da schön abwehren. 10 zu 12. Also, aber er muss das Game hier hart carryen. Also, sein Team ist hier nicht so aktiv. Auch die Su-100Y muss er aufpassen. Auch wenn es nur ein 6er ist. Aber das Ding, das macht mal ordentlich Damage. So, da der WZ hinterfahren lassen darf er sich auch nicht. Also, er muss jetzt hoffen, dass der UI da dementsprechend in die Stange hält, wollte ich jetzt schon fast sagen. Weil wenn der weg ist, hat er nämlich das nächste Problem. Nimmt er sich jetzt das Fenster zur Brust? Nee. Aber wie gesagt, WZ darf ihn nicht umfahren. Das darf jetzt nicht passieren. Und jetzt ist auch der UI da hinten weg. Jetzt nur noch die Arti. So, da hinten kommt dann schon das dicke Ding rum. Oh, oh, oh. Lässt noch 4 stehen. Der wackelt jetzt auch ganz brav. Und Gott sei Dank, da nochmal der Abpraller. Und da der Jagdpanzer. Aber mit dem macht er kurzen Prozess. Jetzt kommt der WZ hinten. So, jetzt erstmal die Su. Der WZ verschießt. Arti nimmt die Su raus. Jetzt dreht er sich auf den WZ. Der WZ macht den ersten Hit. 84 Damage lässt er ihn auch. Wow. Er rammt ihn. Da sieht man, der Rammschaden ist ganz schön konträr von den beiden gewesen. Wow, wow, wow. Das wird jetzt nochmal deutlich actiongeladener, als ich es eigentlich erwartet hatte. Der WZ gegen den Ferdi jetzt hier an der Stelle, weil der Scooter, der ist AFK, das haben wir gesehen. Der macht da gar nichts mehr. Also, dass das Ding so knapp nochmal wird, damit hätte ich nicht gerechnet. So, wo ist jetzt der Skoda? Ja, der wird jetzt erstmal erledigt. Und jetzt, wie gesagt, WZ kann es ganz einfach und easy für sich entscheiden. Einfach mal zum richtigen Zeitpunkt umfahren und dann macht er das Ding hier klar. Und er kann ja auch noch einen Hit vertragen. Das ist ja das Nächste. Jetzt nicht mehr. Jetzt verträgt er keinen Hit mehr. Und da sieht man mal, da hätte er vorher einfach mit Schwung und die Arti, die denkt sich ganz, ganz schamlos, ach naja, wenn er da schon ist, dann mache ich das mal klar. Radley Walters hat er sich abgeholt, sehr schöne Runde, sehr schöner Schaden in schnellster Zeit und wie gesagt nochmal deutlich spannender geworden, als es zu Beginn zu vermuten war. Ja, damit hoffe ich, es hat euch gefallen, weiterhin viel Spaß bei World of Tanks, bis zum nächsten Mal, euer Herr Karamba.